Wichtig war am Lehrstuhl Kraft auch immer die Geschichtlichkeit der literarischen Texte. Also, dass sich etwas geschichtlich bewegt. Nach vorne, würden wir ja sagen. Ne? Also zum Beispiel das bürgerliche Trauerspiel, nicht? Das bei Lessing anfängt mit Emilia Galotti. Und dann fortschreitet, darauf beziehen sich die Dichter, die Texte vor allen Dingen, die Texte. Und dann irgendwann ist das ausgelutscht. Ne? Und dann ist das bürgerliche Trauerspiel einfach zu Ende. Und das von Anfang einer Neusetzung, einer revolutionären Neusetzung, bis zum Ende, wo das alles verpufft und alles blieb beim Alten. Das heißt eine literarische Reihe. So haben vor allen Dingen die Strukturalisten gedacht, die Tschechischen, die so in Fortfolge der russischen Formalisten sich Texte historisch angeeignet haben. Also literarische Reihe, das war wichtig, dass es sowas gab. Und im letzten Video habe ich so ein paar Texte über Autoren vorgestellt, ne? Die Droste, Schiller, Kafka, aber natürlich auch Musil ist dabei, Kleist, wo sowas historisch-kritisch dargestellt wird bei Herbert Kraft. Und jetzt sind wir bei dieser Literaturdidaktik. Mündigkeit als Ziel. Und zuerst einfach das Motto von Robert Musil. Es ist so schön, anders zu sein, als man geboren wurde. Ist das nicht schön? So, und das Einführungswort heißt eine Fachdidaktik, keine Unterrichtsmethodik. Die Fachdidaktik fragt nach dem Was und dem Warum. Die Unterrichtsmethodik nach dem Wie. Während also die Fachdidaktik Inhalte benennt und sie begründet, hat die Unterrichtsmethodik die Vermittlung dieser Inhalte zum Gegenstand. Unbeschadet der Tatsache, dass allen Verstehensprozessen die Vermittlung immanent ist, also Fachdidaktik wie Unterrichtsmethodik auch Konkretisierung bedeutet. Die Unterscheidung hat einen heuristischen Zweck. Das vorliegende Buch zeigt dann, wie mit Hilfe der literarischen Texte durch deren Interpretation die gesellschaftlichen Lehr- und Lernziele veranschaulicht werden können. Wissen, Denken, Bewusstsein, Einbildungskraft, Freiheit, Gleichheit, Menschlichkeit, Selbstbestimmung, Identität, nicht mitmachen, Mündigkeit. Das wäre schon die andere Welt, die durch Literatur lesen denkbar, vorstellbar wird. Eine Welt für alle. Wenig Sätze. Viel denken. Mündigkeit, das grundlegende Lehr- und Lernziel.
Erziehung zur Mündigkeit heißt Erziehung zur Selbstbestimmung. Selbstbestimmung gibt es nur als Freiheit aller. Erst in dieser Allgemeinheit erhält der Einzelne seine Unabhängigkeit. Erziehung zur Mündigkeit ist Erziehung zum Denken und zum Handeln aus sozialem Bewusstsein. Kant hat in der Pädagogikvorlesung 1803 den kategorischen Imperativ der Erziehung formuliert. Man muss die Lernenden in allen Stücken frei sein lassen, ausgenommen dort, wo sie sich selbst schaden oder anderer Freiheit im Wege sind. Man muss ihnen zeigen, dass sie ihre Zwecke nicht anders erreichen können als dadurch, dass sie andere ihre Zwecke auch erreichen lassen. Man muss ihnen beweisen, dass man ihnen einen Zwang auflegt, der sie zum Gebrauche ihrer eigenen Freiheit führt. Damit sie einst frei sein können, das heißt, nicht von der Vorsorge anderer abhängen müssen. Lehren und Lernen sind gesellschaftliche Aufgaben. Der erste didaktische Grundsatz ist, die Lernenden dort abzuholen, wo sie stehen. Der zweite, sie nicht dorthin zurückzubringen, wo sie gestanden haben. Herbert Kraft. Ich blätter jetzt mal ein bisschen so durch. Dieses Kapitel heißt, wenn die Dummheit regiert. Ich lese mal einfach rein, wo ich angestrichen habe. Wissen ist nichts als Aneignung einer fremden Sache. Man tötet, zerreißt und verdaut sie wie ein Tier, heißt es im Roman Der Mann ohne Eigenschaften. Hans Sepp, der das sagt, der Deutschnationale, begründet damit die Ablehnung einer wissenschaftlichen Ausbildung und seine Sprache verrät, wohin Unwissen führt. Zur Reduktion der eigenen Möglichkeiten und zur Vernichtung des Fremden. Da galten bald die Menschen weniger als die Sachen. Zum Menschen, immer mehr zum Menschen, wird der Mensch durch Wissen und Bewusstsein. Aber die Dummheit ist gesellschaftsfähig geworden, als sei der kritiklose Umgang mit dem Falschen durch Toleranz geboten. Anders als durch Denken, und zwar durch unbeirrbares und insistentes Denken, hat Adorno gesagt, ist so etwas wie die Bestimmung dessen, was zu tun richtig sei, richtige Praxis überhaupt nicht vollziehbar. Die gängig gewordene Verachtung für das Denken heißt meistens eigene Meinung. Persönliche Ansicht ist aber doch bloß wie der Unordnung der Empfindung das Hingesagte anstelle des Zu-Ende-Denkens, des Weiterdenkens auf den Begriff hin. Ja, das ist ja wieder sehr aktuell heute, ne? Die Meinung. Jeder hat eine Meinung, schreibt sie überall hin, kann sie überall hinschreiben. Traurig.
Volksschule. Erstens Erziehung zur Ungleichheit. Die Werke Goethes gehören zu den kostbarsten Besitztümern des deutschen Volkes. Mit dem leeren Satz beginnt das Vorwort zum ersten Band der Ausgabe. Den Dichter kannte man, heißt es weiter, man wollte mehr, nun auch vom Schriftsteller und vom Menschen wissen, von dem Mann alles in allem, der jedem Deutschen so nahe steht. Wie jeder im anschließenden editorischen Vorbericht konkretisiert wurde, vorerst zum nicht-philologischen Leser, dann zum weiteren Kreis gebildeter Leser, entstand ein Porträt derjenigen Gesellschaft, die mit dem Sozialistengesetz bestimmt hatte, wer nicht mitzuzählen war. Ein Porträt der Gesellschaft, in welcher der geistige Umschwung, wie man damals sagte, herbeigeführt wurde, dessen Merkmal die große Ausgabe nach Auskunft des Vorworts werden sollte. Goethe als einen der größten Männer Deutschlands sollte die Werke erklären. Den Zeitgeist hatte Heinrich von Treitschke in seiner deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts, die seit 1879 erschien, auf den Begriff gebracht. In dem Satz, der seither kontextlos zitiert wurde, Männer machen Geschichte. Nicht? Und das sind die Beispiele dieser Literaturdidaktik für eine historisch-kritische Literaturwissenschaft mit Mündigkeit als Ziel und nicht so blankes Literaturwissen. Also ich danke sehr, dass ich sowas lesen durfte in meinen jungen Jahren. Und wer immer kann, hole sich dieses Buch.